So, haben die noch irgendwas fallen lassen? Ich glaube, der andere. Was sind denn zerrissen hier irgendwo? Meine ich. Und noch einer. Klärchen. Schauen wir uns jetzt wirklich mal die zwei Kammern an von den beiden. Ah, Energie. Stimmt, Energie müsste ich auch mal wieder verwenden. Nutzen wir auch direkt, weil da draußen ja direkt die nächsten lauern. Und mal schnell das Material und dann geht es schon wieder raus in die Schlacht. Die nutzen das einfach mal präventiv. Willpower wieder. Wer kriegt das? Ja. Willpower ist im Grunde genommen einfach nur Energie. Da spielt es ja keine Rolle, wer von denen das jetzt genau bekommt. Ja, und man hört ihn wieder. Getroffen. Nicht gravierender Schaden, aber zumindest... Jawohl, der hat gesessen. Unten ist nichts geschossen. Hier oben können wir noch hin, genau. Okay, aber man merkt, es sieht dann doch schon ein klein wenig an. Und ich habe mir auch gedacht, ich muss jetzt nicht bei jedem stärkeren Gegner direkt wieder die Bossmusik auspacken oder hier einen Bosskampf draus machen. Ja. Spinneneier. Ja, dann... ich speichere einfach Spaß aber mal ab. Wir haben ja gesehen, was passieren kann und wie schnell es gehen kann vor allem. Ja, richtig. Oh, what the... Okay, das ist jetzt nicht so cool. Okay. Der wollte offenbar nicht so richtig. Ja, ich glaube, wir haben es wieder mal geschafft. Ja. Nicht so gut. Wir sind wieder im Arsch. Wir laden Quicksave. Okay, erster Punkt, wir könnten mal mit dem richtigen Schild aufwarten und uns rechtzeitig umdrehen. Was können wir noch tun? Das Schild war... Ja, machen wir das mal so wieder. Okay. Aha. What? Ja, komm. Ja, die hauen richtig gut rein. Mal gucken, haben wir noch die guten Tränke, die guten... Ja, natürlich.
Wir haben doch alles da, genau. Und er ist jetzt slowed. Cooldown times are doubled. Das sind diese miesen Jagdspinnen, von denen ich geredet habe. Mit viel Evasion oder dickerer Rüstung sind die eigentlich kein allzu großes Problem. Aber wir haben so ein Mittelding erwischt. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ach nö. Na, wenigstens platzen sie relativ schnell. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob das ein Endlos-Spawner ist. Und ja, natürlich war die... War das ein kleiner Hinweis? Reaping Hook haben wir schon wieder abgelegt. Brauchen wir nicht. Ice Shield Potion. Nehmen wir mal mit. Mehr ist da nicht zu holen. Ja, das war auf jeden Fall so nicht gedacht. Soll man die platt machen oder nicht? Nicht, dass noch mehr spawnen, wenn wir sie platt machen. Ach, was soll schon schief gehen? Und hier wieder eine Crystal Flower, genau. Oh shit. Als hätte ich mir das gedacht. Aber zum Glück kommen wir raus. Hoffe ich. Oh, schöne Treffer, schöne harte Treffer. Oh, Mistviech. Jo. Spannung. Hab ich doch gewusst, die hätten wir liegen, stehen lassen sollen, die Eier. Am besten gar nicht so viel Aufsehen zu machen. Wir speichern einfach nochmal. So, was haben wir hier? Ein Rundschild. Ja, so ein kleines Dings. Lurker Hood. Da fängt schon wieder an. Wir brauchen keine Lurker-Geschichte. Das hier ist die Lanze. Ach ja, genau, weil für den Legionär habe ich auch die ein paar neue Waffen in die Liste der gibt mehr Criticals aufgehoben, und zwar unterschiedlich stark. What? Wie das hier zum Beispiel. Die Naginata ist mir noch nicht aufgelistet gewesen in der Dings. Das heißt, sie macht zwar mehr Schaden, aber sie ist nicht, sie macht keinen zusätzlichen Crit-Schaden oder keinen höheren. Okay. Cooldown 6 Sekunden. Cooldown 5 Sekunden. Plus 10 Critical. Ignoriert Panzer. Ich glaube, wir versuchen es wieder mal mit dem. Dadurch kriegen wir, glaube ich, auch mehr... Ah, nee, halt, ist anders auch eine... Ich weiß nicht. Das ist aber... Das ist doppelt so viel. Aber hiermit ist halt jeder vierte Schlag ein kritischer Treffer. Ein kritischer Treffer heißt ja doppelt so viel. Aber hier machen wir immer viel. Und wir können es noch ver... Komm. Wir sind aus der Lanzengeschichte rausgewachsen. Sie kann aufleveln. Was will sie haben? Dodging brauchen wir nicht mehr, oder? Additional Evasion? Nö. Critical. Ich hätte gerne mehr Criticals, die trifft, aber irgendwie... Little Conditions, okay. Irgendwie... Und hier geht's wieder bergab. Ja, irgendwie speichere ich relativ häufig, aber wie immer gesehen ist... Okay. Ist eigentlich merkwürdig, wie wenig Schaden das Ding macht. Das müsste eigentlich viel mehr Schaden machen. Sehr eigenartig. Okay, Crystal Shard of Healing.
Hatte der? Nein. Okay, der hat was gegessen. Warum auch nicht? Okay. Hammerpick brauchen wir jetzt nicht. Tattered, jetzt ein Arbeiter verrissen. So. Aber natürlich sind hier noch mehr. Ja, genau, jetzt sind wir auf der anderen Seite der kleinen Höhle, die wir schon mal betreten haben. Okay, Crystal of Healing ist für ihn richtig. Damit sind wir hier unten auch fertig. Und wir können wieder nach oben. Müssen wir hier in den Nordosten mal schauen, ob da noch irgendwas Feines ist. Ja, natürlich, da geht es jetzt zum Frozen Lake. Haben wir auch schon die. Da haben wir die Dings gelesen. Ach, ja. Gut. Verrottetes Pitroot, das ist eher was für sowas wie Echsenmänner. Also Leute, die. Ach ja, stimmt ja. Oh, jetzt wird's lustig. Ah, jetzt wird's lustig. Wir brauchen was, was Panzerung durchschlägt. Jo. 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 Ach, und sie, ja, sie hat ja sowieso die, den Trade. Und abermals wird gespeichert. Unverfehlt. Auch prompt. Oh. Ich glaube, die Feuerdinger nehmen wir jetzt mal. Die ziehen wir jetzt mal spaßhalber aus. Die brauchen wir jetzt nämlich nicht im Moment. Dexterity. Hier unten sind wieder welche. Man sieht leider nichts. Aber den. Und auch hier empfiehlt sich es wieder richtig, etwas zu haben, was Rüstungen durchschlägt. Also nicht nach einem schieren Schaden sollte man hier gucken, sondern wirklich, dass man ja die Protection überwinden kann. Weil es teilweise doch immer noch Gegner gibt, die recht gut gepanzert sind. Und der Gegner, den ich in den Forsaken Temple unten eingebaut habe, der ist auch, ja, der ist auch gut gepanzert. Das ist eben eine ziemlich robuste Schnecke. Beziehungsweise erst. Ja, es sind zwei Gegner. Ein Oger habe ich eingebaut und eine Schnecke, beide im Kraftfeld. Und der Kampf geht los. Man meint, oh, jetzt kommt der große Ogerkampf. Dabei ist der Oger im Verhältnis wahrscheinlich nicht unbedingt so das Problem, sondern eher die Schnecke, die auch noch nicht nur mit Gift, sondern diesmal mit. Zum ersten Mal, glaube ich, dann mit Säure einem entgegentritt.
Und das ist ziemlich heftig, das Zeug. Und das möchte man recht schnell loswerden. Aber dafür gibt es da, glaube ich, was war das? Sterol? Ja, genau. Neutralizes acidic liquids. Hier ist wieder alles voll hier unten mit den Viechern. Ich würde sagen, dann nimmt er einfach noch einen Trank. Ja, stimmt, notfalls können wir auch das Schild benutzen, um uns zu heilen. Muss ich nur dran denken und daran wird es wahrscheinlich, nehme ich an, scheitern. Da haben wir wieder Nunchucks, genau. Oh, da haben wir wieder was für irgendjemanden. Gibt es hier einen Skill für Umme? Und das ist natürlich auch gefixt, dass es wieder bei 20% ist und nicht bei... Oh, Greatsword. Und das ist natürlich auch wieder was für den Fighter. Also ein Großschwert, wie der Name ja schon sagt. So. Wenn er rauskommt, ist er weg. Was? Achso, jetzt habe ich hier wieder... Hier wieder eine härtere Gangart. Ja, man kann es vielleicht angedeutet sehen. Die Viecher haben mir richtig den Arsch aufgerissen, als sie das letzte Mal noch schneller und noch stärker waren. Da konnte man also nur schwer ausweichen. Das war so ein richtiger, ja, Geschicklichkeitskampf, würde ich mal sagen. So, jetzt schauen wir uns das mal kurz an. Ja. Greatsword, A Mighty Blow. Hat es also Cleave, genau. Ignoriert Panzerung. Ja. Standardmäßig schweres Großschwert. Nichts Atemberaubendes. Hat irgendjemand eigentlich Mirror-Klamotten? Ja. Cold plus 10, Resist All plus 5. Dann können die eigentlich... Die können eigentlich weg, genau. Protection and Evasion, Resist Cold. Ja. Ich würde sagen, lassen wir es mal so. Der regeneriert gerade Lebensenergie, richtig. Heavy Armor, die braucht man nicht. Aber das ist ganz günstig. Silver Scepter of Isochronos oder Isochronos. Resist All plus 10, Energy plus 15, Requires Concentration 2. Invisibility. Okay. Ich würde auch sagen, damit sind wir... Ach ja, stimmt ja. Aber das haben wir nicht wirklich eingesetzt. Würde ich mal... behaupten. Dexterity, Dexterity, Cold Damage, normaler Damage. Richtig. Oh, damit kann ich normal zaubern. Und wir haben Boots of Quickening ein weiteres Mal. Wer könnte das tragen? Der hat schon Boots of Quickening, sie nicht mehr. 10% faster Cooldown. Jo, das wäre eigentlich auch für ihn ideal. Was hat er denn? Resist Cold 95. Okay, ja, dann braucht er die... Dann braucht er die tatsächlich nicht, die latschen
Ja, komm, 80 reicht auch. Dafür, dass wir dann schneller angreifen können. Aber das mit dem Unsichtbar, würde ich sagen, das testen wir jetzt einfach mal. Ist schon wieder eins von diesen Viechern. Was ist denn das? Ein Water Elemental oder ein Air Elemental? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, Air Elemental. Ja, genau. Air gibt es jetzt, glaube ich, auch in zwei Ausführungen. Einmal die standardmäßigen Unsichtbaren. Oh. Ach was, die haben uns nicht gesehen, weil wir unsichtbar waren. Sind die an uns vorbeigeflogen? Clever. Und ich glaube aber, das sind auf jeden Fall Wasserelementare. Aber was einem auffallen dürfte, ist, die springen eigentlich mehr an und platzen wie die Feuerelementare aus dem Hauptspiel, sondern okay, sondern die ja, haben jetzt einen ganz normalen Flächenangriff sozusagen. Das heißt, da wo wir stehen, nehmen auf jeden Fall, glaube ich, alle Schaden. Okay, da gibt es nichts zu holen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich da mal was versteckt habe in diesen Säulen. Aber es würde auf jeden Fall passen. Ach, der war schon dran. Okay. Oh. Die Frage ist, kann er uns jetzt noch sehen? Kann er uns jetzt sehen? Es sieht fast so aus. Sollten wir vorsichtig sein. Oh, er feels strong, sehr gut. Er feels strong, ja. Es ist so what from strong am feeling. Ah, wieder so ein Mistvieh. Wir sind unsichtbar. Okay, Sackgasse, schlecht. Ganz schnell wieder raus aus der Sackgasse. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, uns irgendwie einkesseln zu lassen. Noch sind wir unsichtbar, aber ich glaube, wenn wir direkt vor denen stehen, dann sehen sie uns, meine ich auch. Gut. Also es gibt auch noch diese Burst-Viecher, aber ich glaube nur die Feuervariante auf. Oh. Oh, jo. Okay. Kommt er zu uns oder nicht? Oder sie? Hier über die Sackgasse. Okay, die kommen nicht. Schöne düstere Höhle hier. Ach, der lebt noch. Ich glaube, mein Pfeil ist vorbei. Ja, zumindest hier habe ich was dahin gelegt zu den Säulen. Ja, aber gerade weil es hier eben recht knackig ist, habe ich gedacht, weil es hier sowieso alles mit diesen Kristallen voll ist, da kann man auch gleich sagen, hey, dann packen wir mal die Crystal Shards hin. Dann hat man ein paar, sagen wir mal, extra Leben. Wenn es also mal eng wird, hat man eigentlich immer hier was parat. Man könnte das auch jetzt in die Hand packen. Ah, da ist jemand schüchtern. Sehr, sehr schön. Ja, das macht irgendwie Spaß mit dem Gewehr, wenn man dann auch mal richtig trifft. Aber das ist ja meistens so. Und da liegt wieder was. Ist wahrscheinlich auch wieder was Heftigeres.
Ja, die sind nicht ohne. Vor allem, weil sie eben nicht nur ein einziges Mal angreifen, sondern teilweise eine ganze, sagen wir mal, oh shit, eine ganze Combo starten. Toll. Könnte natürlich auch das andere Ding wieder nehmen. Aber das könnte, glaube ich, wieder. Ja, wir nehmen das andere. Oh, der hat gesessen. 120 Schaden. Zack. 13, der hat nicht gesessen. Toll. Critical mit 13 Schadenspunkten. Okay. Und weg bist du. 500 XP. Also war es wahrscheinlich wieder ein etwas stärkerer von denen. Oh Mann. Also das hier unten ist echt ein bisschen heftiger, aber oh oh. Ich hoffe mal wieder keinen Spawner. Komm so ran. Okay. In der Luft verpufft. Drüber geschossen. Oh, der hat gesessen. Ach schön, hier haben wir Viereck zum Hin- und Her-Tänzeln. Ja, aber die Schadenswerte sind jetzt bei unseren Abwehrwerten wirklich nicht mehr wirklich von Belang. Wir probieren es einfach mal aus. Ja, obwohl doch, jetzt waren jetzt. Das waren schon heftigere. 20 Werte. Davor waren es, glaube ich, unter 10. Aber ich weiß nicht, ob die nicht auch irgendwie verschiedene Stärken von den Frostbolts werfen, ob die auch Level 1 bis 5 benutzen können oder 3 bis 5 oder so, ich habe keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ist einfach der Schaden nur wieder ausgewürfelt. Einen davon. Oh, Etten. Okay. This sturdy rifle with its two barrels is a powerful weapon. Proper use requires advanced knowledge of firearms. Man braucht also, ja, Level 3 und 4. Das Ding benutzt, glaube ich, normale Munition. Ja, falsches Bild. Moment. Wir schreiben mal gleich auf. Etten. Charge. Grafik. So. Ja, das Ding ist auf jeden Fall ziemlich nett, weil es. Weil es aufgeladen werden kann. Und dann. Mal ordentlich Schaden macht. Schaden ist. Schaden ist genauso hoch. Richtig, bloß man muss es halt immer wieder aufladen. Das hat einen Cooldown, ja. Im Endeffekt ist das vielleicht sogar sinnvoller. Wir probieren es einfach mal. Wir benutzen mal die den Etten oder die Etten, wie auch immer. Blue Gem, jetzt können wir zu einem anderen Felsen hochgehen und damit sind wir hier unten erstmal. Fertig. Crystal war Heavy Armor, ne? Ja, können wir es also nicht benutzen.